Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal. Heute mal wieder ein Video nicht aus dem Gartengrundstück, sondern wieder hier beim Vorgarten. Videothema ist die große Wassermelone, die ich noch im Garten habe hier und zu ernten habe. Und der Wassermelonenanbau, meine Erfahrung mit dem Freilandanbau der Wassermelone in Deutschland so allgemein. Wassermelonenanbau im Freiland in Deutschland ist definitiv möglich, das werden wir gleich sehen. Haben wir auch schon mal mit der Wassermelonen-Challenge in den letzten Jahren gehabt. Ich würde sagen, euch viel Spaß mit dem Video und fangen wir direkt an. Und da haben wir sie auch schon, die große und auch wirklich schwere Wassermelone. Könnt jetzt schon mal in die Kommentare reinschreiben, was die hier wiegt, was ihr zumindest denkt oder schätzt. Ja, und ist doch wieder ein bisschen warm geworden heute oder auch jetzt gerade schon. Wir haben 12 Uhr, Mitte Oktober und einfach 24 Grad. Eigentlich wesentlich zu warm, aber für solche Kulturen wie die Wassermelone perfekt, denn die braucht ordentlich Sonne. Vielleicht kurz zum Standort hier. Wassermelonen, ja, sonniger und windgeschützter Standort. Bei windgeschützt bin ich nicht so ganz einverstanden, denn wenn wir mal wirklich auch einen sehr feuchten Sommer haben, dann sollte das Laub hier doch wirklich schnell abtrocknen können, wegen den Pilzkrankheiten, wegen Sachen wie Mehltau und so weiter. Deswegen windgeschützt, ja, immer mit Vorsicht zu genießen. Aber generell bei dem Thema, es kommt sehr stark auf den Standort an, auch auf das Kleinklima oder das Klima generell. Florigotti, der wird es wesentlich schwerer haben, Wassermelonen anzubauen oder kann das wahrscheinlich gar nicht bei ihm, weil es einfach dann doch zu kalt ist. Ja, und wie hier bei uns im Kraichgau, wir haben Weinbauklima, perfekt. Und ich würde sagen, wir machen die mal ab oder wir gehen mal drauf ein, wann denn eigentlich so eine Wassermelone an der Reife ist. An erster Stelle haben wir natürlich den Klopftest, also hören. Ja, die sollte dumpf und hohl klingen. Aber wenn man da keine Erfahrung hat, ja, lässt sich daraus eigentlich nichts wirklich schließen. Dann kann man noch nach der Fruchtranke schauen. Und wenn die Fruchtranke, die sich hier am Stiel befindet, eingetrocknet ist, ist die Melone in der Regel reif. Dann kann man natürlich noch schauen, wann sich die Frucht gebildet hat. Also wann die Blüte mit dem Fruchtansatz bestäubt worden ist. Die hier klingt jetzt zum Beispiel auch nicht hohl. Und ja, ich weiß auch, dass dieses kleine Melönchen erst 3-4 Wochen alt ist. Dementsprechend, ja, hier wird nichts mehr zu ernten sein und auch nichts mehr reif werden. Ansonsten sagen noch ein paar Leute hier, nach den Blättern gucken, wenn die Blätter verwelken, sind die Melonen reif. Ja, kann aber auch Mehltau sein oder eben irgendeine Pflanzen- oder Pilzkrankheit. Dementsprechend kein richtiges Indiz dafür. Bevor wir sie abschneiden, auch immer ganz wichtig, etwas unterzulegen. Ich habe hier so einen Kartonschnitt, Verschnitt genommen, dass die Wassermelone eben nicht auf dem klatschnassen Boden liegt und dann faulige Stellen bekommt oder sich da sonst was bilden kann. Man kann natürlich auch eine kleine Holzplatte nehmen, Holzbrettchen oder Styropor, sonst irgendwas. Ja, ich habe jetzt mal hier die Upcycling-Variante genommen. Ja, und jetzt wird geerntet. Also übrigens auch noch die Wassermelone, die ist Stadt und YouTube bekannt. Die Nachbarn hier, einige Leute haben ja geschrieben, bei uns wäre so eine Melone gleich geklaut worden. Ja, die Nachbarn sind hellauf davon begeistert und denen muss ich auch gleich noch was hier vorbeibringen. Ja, sieht spitzenklasse aus, die Melone, und wiegt definitiv schon ein paar Kilo. Ich habe mir jetzt gedacht, bevor wir die Monstermelone ernten, zeige ich euch noch die anderen Melonen, die es auch noch zu ernten gibt. Da hängt nicht viel dran, aber ich habe da 2 Melönchen pro Pflanze dranhängen lassen. Die erste habe ich da sogar schon vor 2 Monaten geerntet, die war vollreif, einfach, dass ich nochmal Saatgut ernten kann. Die Sorte hier jetzt von der großen ist mir gar nicht bekannt und auch noch zur Story, die ist eigentlich wild aufgegangen, beziehungsweise ich weiß nicht wirklich, wo sie herkommt. Also ich habe jetzt nicht ein vorgezogenes Pflänzchen gehabt und da hingesetzt. Ich habe zwar ein paar Wassermelonenpflanzen vorgezogen, da auch mal umgetopft, da natürlich auch mal ein paar von den kleineren Verrecklingen, ja, weggeworfen, und wahrscheinlich war es so ein Verreckling, der da angewachsen ist. Denn von Vögeln, die Wassermelonenkerne essen und ja, irgendwo dann ausgeschieden wieder haben und dann große Wassermelonenfelder dadurch entstanden sind, habe ich noch nie was gehört. Und hier, wo früher mal ein Baum stand und auch ein vollsonniger Standort ist, haben wir noch hier Wassermelönchen. Ja, die muss definitiv weg. Die ist wahrscheinlich auch überreif. Das ist eine der Sweet Siberian für Saatgut. Und hier nebendran bei der Pflanze, die mittlerweile auch komplett vom Mehltau zerfressen ist, sind tatsächlich noch 2 weitere Melönchen gewachsen. Nachdem ich die erste Melone entfernt hatte, selbes Spiel wie bei der Kürbisernte, es haben sich nochmal Blüten gebildet, sind nochmal gewachsen und nochmal hier 2 kleine Mini-Melonen. Aber ja, die nehmen wir jetzt mal mit und dann sage ich noch ein paar Worte dazu.
Die habt ihr im Vorgartenrundgang schon gesehen. Wer das Video nicht gesehen hat, ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Ja, hier bei den Kalebassen hatte ich auch ein paar Wassermelonen direkt gesät. Die Pflanzen sind sehr schnell gekeimt oder wir hatten sehr schnell kleine Keimlinge. Aber dann ist das Wachstum komplett stagniert oder sie sind im Wachstum komplett stagniert. Über Wochen und Monate hinweg hat es ja nicht wirklich was getan. Dann sind sie doch mal nochmal so explodiert oder haben angefangen zu wachsen, als die Kalebassen schon viel größer waren. Und auch 3-4 kleine leckere Melönchen ausgebildet. Also die Direktsaat hat sogar dieses Jahr funktioniert. Ist aber auch die Sorte Sweet Siberian, muss ich sagen. Die ist dazu meiner Meinung nach sehr, sehr gut geeignet. Aber man sieht, die Früchte sind sehr klein geblieben. Da haben wir das Exemplar, was für Saatgut gedacht ist. Und ja, wir sehen, die Welt ist es nicht. Es war eigenes Saatgut, vielleicht lag es auch daran, an den Rahmenbedingungen bei diesem Sommer kann es nicht gelegen haben. Und ja, das sehen wir ja auch bei Boba Fett. Was auf jeden Fall von Vorteil war, war diese humose Erde da bei Boba Fett. Sehr locker, sehr wasserdurchlässig. Da war jahrelang nichts wirklich drauf, was Starkzehr ist, also noch sehr, sehr viel Nährstoffe. Und auch diese schwarze Erde, die zieht die Sonne an, trocknet dementsprechend schneller ab. Hat man den Vergleich schon gesehen oder ziehen können, jetzt hier zu dem Lössboden oder ein bisschen lehmiger ist, der ja Wasser mehr hält, eher zu Staunässe neigt als dieser ganz lockere Boden. Da sind die Pflanzen einfach besser gewachsen. Wassermelonen oder Melonen generell wollen ein sehr, sehr lockeres Substrat. Deswegen muss man auch immer beim Umpflanzen vorsichtig sein, dass man nicht zu viele Wurzeln auch verletzt und dann eben wieder in ein dementsprechendes lockeres oder aufbereitetes Substrat reinpflanzt. Also tolle Anzuchterde, vielleicht noch mit ein bisschen Perlit aufgemischt und dann direkt in einen komplett staunassen Boden Wassermelonen reinsetzen. Das wird nicht funktionieren. In der Regel. Gibt immer Ausnahmen von der Regel. Ja, wenn ich hier gerade noch die Kalebassenblüten sehe, da haben wir eine bestäubt, habe ich bei den Wassermelonen dieses Jahr nur ab und an. Also Boba Fett, die Riesenmelone, die ist durch Bestäubung tatsächlich entstanden. Sonst wären an der Pflanze wahrscheinlich noch wesentlich mehr Melonen gewesen. Aber ich habe einfach gedacht, das müssen die Bienchen auch mal hinbekommen. Und ansonsten habe ich ab und zu ein, zwei Ranken eingekürzt, dass sie mehr verzweigen. Aber die Pflanze von Boba Fett ist so toll gewachsen. Also da war kaum eine Pflege nötig. Die hat eigentlich alles von alleine gemacht, so wie sie es im Idealfall machen soll. Und jetzt hole ich ein Messer und wir machen sie auf, denn ich bin schon ordentlich aufgeregt. Ich weiß wirklich nicht, was für eine Sorte ist. Also es könnte die Sweet Siberian sein, die ist, falls es jemand nicht weiß, innen drin orange-gelbfleischig. Dann könnte es noch die Cream of Sakichiwan sein. Ich werde die Namen alle unten einblenden, das ist eine weißfleischige Wassermelone. Ja, das gibt's auch. Und dann hatte ich auf jeden Fall noch die Mountain Sweet Yellow und die auch eine gelbe, yellow-gelb. Und die Alibaba, das glaube ich auch eine rotfleischige größere ist. Also das könnte es alles sein. Ich bin gespannt. Von der Größe her könnte es eigentlich keine Sweet Siberian sein. Die haben ja maximal eigentlich bloß wie 2,5-3 Kilogramm. Hatte ich bei der ersten Wassermelonen-Challenge auch schon 5 Kilogramm Exemplare. Aber ja, ich glaube, so groß können die nicht werden. Aber ja, machen wir sie auf. Ich bin wirklich gespannt. Und ich habe keine Ahnung, was jetzt drin ist und was für eine Farbe sie haben wird. Ob sie perfekt reif sein wird, ob sie schmecken wird, ob Saatgut drin ist. Kein Schimmer und ihr seid jetzt sozusagen live dabei. Ja, gewogen habe ich jetzt auch, als ich gerade die Messer geholt habe. Sage und schreibe 12,8, 12,9 Kilogramm. Was hat denn eure schwerste Wassermelone oder Melone bisher gewogen? Also bei mir ist es absoluter Rekord. Und oh, ist auch wirklich ein heftiger Brocken. So, ich würde sagen, wir schneiden zuerst hier die Sweet Siberian auf, die für Saatgut gedacht ist. Und währenddessen vielleicht noch ein bisschen die Frage, wie bekommt man überhaupt so große Melonen angebaut? Was muss man da machen? Also ein Hexenwerk ist es definitiv nicht. Das Geheimnis dahinter ist wirklich Wasser, 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 Wasser. Die hat dann in ihrer Hauptwachstumszeit 4 Wochen lang jeden Tag von mir 10, 15 Liter Wasser bekommen. Und das ist eigentlich auch dann schon die Antwort, wie man so ein Melönchen hinbekommt. Die Pflanze hat, glaube ich, einmal hat sie ein bisschen Flüssigdünger von mir bekommen, aber nichts großartig sonst dazu. Auch wegen dem gut ausgeruhten und ja, gut durchlässigen Boden. Das muss man nochmal hervorheben, das ist sehr wichtig. Und wie gesagt, auch, dass er so dunkel oder so schwarz ist, tipptopp. Ja, und Thema hier schwarz, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose, es wird wirklich echt heiß. So, und jetzt auf hier mit der Saatgut Sweet Siberian. Ja. Und hier sieht man auch schon das, was ich gedacht habe. Für euch vielleicht dann auch ganz interessant. So sieht eine Wassermelone aus, wenn sie wirklich nicht mehr verzehrbar ist und absolut überreif ist. Allerdings ist ja auch für Saatgut gedacht gewesen. Und ja, hier schleimig, glitschig, hier möchte ich nicht mal probieren. Aber toll. Moment, wenn ich hier aus der Suppe ein paar rausbekomme. Die Samen, könnt ihr sehen, wirklich top braun, top ausgereift. Vielleicht wird es ja dann mit diesem Saatgut hier was dann im nächsten Jahr mit der Sweet Siberian. Oh, und die Hälfte vom Saatgut ist rausgefallen. Machen wir es mal hier in die
Suppe rein. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir an die Sweet Siberian, der Nachbarpflanze hier, wo ich die Früchte entfernt habe und dann nochmal die Früchte hier nachgewachsen sind. Und übrigens, falls ihr mal hier so weiße Stellen an denen habt, keine Sorge, das waren Schnecken. Und meistens fressen die dann auch nicht mehr ab. Okay, ich denke, die hier wird komplett weiß innen sein und nicht reif. Und ich werde eines Besseren belehrt. Eine wunderschöne Sweet Siberian. Kurz die Fahrschule vorbeifahren lassen, die sind ein bisschen langsamer. Und ja, sie hat auch schon den charakteristischen Wassermelonenduft. Man sieht es hier außen, dass hier dann doch noch ein bisschen weiß ist, wo es Richtung rangeht oder sehr, sehr viel. Aber die werden wir definitiv jetzt probieren. Ja, wie alt ist die? Kann es eigentlich nicht genau sagen, aber ja, so alt ist die jetzt nicht. Hat nicht viel Zeit gehabt, um zu wachsen. Okay, unabhängig davon, dass hier bei dem kleinen Biss schon 5-6 Kerne drin waren, sehr, sehr süß. Kommt nicht an die Süße meiner vollreifen, großen Sweet Siberian Hand, die ich schon hatte, aber... Tipptopp Wassermelone. Und hier in der Mitte ist auch das Fleisch schon hier so leicht grisselig, das heißt eigentlich ja, doch vollreif. Erstmal ein bisschen essen. Bei dem ganzen Rumbabbeln kriegt man einen trockenen Mund. Sie hat vollreif geschmeckt. Das Fleisch ist auch definitiv vollreif hier drin. Und ja, man sieht es ja auch, ich versaue mich jetzt komplett. Aber ein bisschen wäre mir möglich gewesen. Das lag einfach daran, dass die, ja, wann hat die sich gebildet? Ich schätze mal irgendwann im August. Okay, auf die Seite damit. Das kann ich gleich noch alles hier schön an die Nachbarn verteilen. Und jetzt machen wir sie auf. Jetzt passiert es tatsächlich. Oh je. Ich sag schon mal all meine Freunde, die dabei sein wollten, die jetzt leider nicht hier gerade in der Gegend sind. Es tut mir so, so leid. Also auch mein Freundeskreis ist sehr begeistert von der Melone. Jeder wollte dabei sein. Und ja, Johannes, wenn du das Video siehst, I'm so sorry. Vielleicht friere ich da ein paar ein. Wassermeloneis geht ja auch. Aber ansonsten, ja, die muss jetzt aufgemacht werden. Die Leute warten darauf. Ganz ehrlich, mich muss man dabei ja auch nicht wirklich sehen. Und jetzt geht's los. Hoi, das Wasser kommt schon raus. Und ich kann noch nichts vom Fleisch sehen. Aber wie gesagt, allein aufgrund der Größe schätze ich mal, das ist eine rote. Und ich hoffe, die ist jetzt nicht so überreif und matschig. Aber wie gesagt, diese Fruchtranke oder diese Fruchthilfe, die war jetzt wochenlang immer noch grün. Und ja, da habe ich jetzt gewartet, bis die vertrocknet ist. Und die Pflanze ist ja auch erst sehr spät erschienen. Die Frucht hat sich auch wirklich erst sehr spät ausgebildet. Lange gewachsen. Dementsprechend denke ich, das kann hier schon passen und stimmen alles. Wow, und ich brauche echt ein größeres Messer hier fürs nächste Jahr dann. Eigenes Wassermelonenmesser am besten. Okay, es geht nicht darum, Schönheitspreis zu gewinnen. Wir sind jetzt einmal durch. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Machen wir es auf und schauen, auf was es für eine ist. Und sie ist rot. Und sie ist überreif. Ja, super. Okay, das ist jetzt wirklich schade. Dann bekommen die Nachbarschaft und auch der gute Johannes. Und sonst wäre leider keine Wassermelone. Zumindest nicht von der hier. Die Fruchtranke war jetzt eine Woche vertrocknet. Und jetzt sehen wir auch, wie ich es vorhin schon gesagt habe, bei anderen Sachen kein wirkliches Indiz für die Reife. Klopftest, hohl genug hat sie geklungen. Haut, Schale, eigentlich noch sehr hart. Ja, aber definitiv zu spät geerntet. Schade drum. Rotfrüchtige Sorte und ach komm, was soll's. Vielleicht gibt es hier ein Stück, was man trotzdem hier außen probieren kann. Ja, das hier geht eigentlich. Riecht auch nicht verdorben. Naja. Fade. Okay, das ist nicht mehr verzehrbar. ja, schade drum. Was soll ich jetzt noch großartig sagen? Wir haben auf jeden Fall vollreife Kerne hier. Und ich habe es geschafft, eine Melone, die 12,8 Kilo wiegt, hinzubekommen. Aber jetzt bin ich auch doch ein bisschen enttäuscht. Also das nächste Mal definitiv 2-3 Wochen früher ernten hier. Wobei dann die Melone nicht wirklich so lange eigentlich im Garten war. Also das nächste Mal definitiv lieber ein bisschen früher ernten, dass dann hier außen ein bisschen weiß ist, weil... Ja, das ist jetzt wirklich schade drum. Da kann man jetzt auch
gar nichts mehr mitmachen, außer Saatgut gewinnen. Ich kann es ja nochmal für euch zum Spaß, dass ihr euch hier der Menge bewusst werden könnt, auskippen in die andere. So sieht es dann aus. Leider nicht mehr verzehrbar. Okay, jetzt machen wir noch so eine kleine dafür auf hier, die sich später gebildet hat. Und die ist definitiv noch nicht reif genug, auch so zum Verzehr. Ich beiß trotzdem mal rein. Ja, die schmeckt nach gar nichts. Okay, ist wirklich schade. Ich mache jetzt davon noch ein, zwei Bilder von Instagram. Wenn ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, da unten ist es auch verlinkt. Und dann machen wir gleich das Abschlusswort. Fürs Abschlusswort, Schrägstrich, Resümee, Fazit muss ich jetzt doch in den Schatten gehen. Bin auch ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Ein Glück haben wir dann doch noch von der Sweet Siberian hier was Verzehrbares und auch wirklich sehr, sehr Leckeres und Süßes. Trotz der vielen Kerne, die machen mir persönlich nicht so viel aus. Ja, ich kann es mir jetzt anhören, wenn ich es Opa zeigen werde. Er wird sagen, ich hätte viel, viel früher ernten müssen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, diese Melone rechtzeitig zu ernten. Dadurch, dass die Pflanze erst so spät aufgetaucht ist, auch diese Frucht jetzt im Vergleich, wie man jetzt normal Wassermelone in Deutschland anbauen sollte, sich so spät ausgebildet hat, wollte ich ihr noch genug Zeit lassen. Und eben, ich habe hauptsächlich darauf geschaut, dass diese kleine Fruchthilfe, diese Fruchtranke da, dass die verholzt oder vertrocknet ist. Nicht verholzt, dass die vertrocknet ist. Klopftest hat dann jetzt wohl erst, seit diese Verwesung oder Zersetzung in der Mitte angefangen hat, wirklich einen netten Ton gebracht. Also große Schwierigkeit kann man wahrscheinlich als Resümee oder auch für euch als Take-Home-Message hier festhalten im Video. Verlasst euch nicht zu sehr auf diese Tests. Schaut lieber danach, wenn ihr mehrere Melonen an der Pflanze dran habt, dass ihr mal eine früher erntet, die aufmacht. Und lieber ein bisschen zu früh aufmachen, wie eben viel zu spät. Wie schaut es denn bei euch aus nach diesem Video? Habt ihr Lust, Wassermelonen trotzdem anzubauen? Wie schaut es aus, Wassermelonen-Challenge 2019? Wenn ihr da Interesse habt und mir jetzt einen Kommentar da lasst und das wirklich nächstes Jahr wieder starten wollt, dann bekommen wir das, denke ich, auf jeden Fall hin. Also gern mir Bescheid geben. Genau wie Feedback, Kritik, Anregung und so weiter. Alles unten in die Kommentare. Und in dem Sinn ziehe ich jetzt enttäuscht ab. Danke euch trotzdem immer fürs Zuschauen. Wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Nein, die ist überreif gewesen. Ich habe das doch gesagt. Was habe ich gesagt? Nee, ich habe ja nach allem geschaut. Klopftest, Fruchtranghilfe eingetrocknet, Stiel mal vertrocknet. Aber das kann man essen da. Das kann man essen? Nicht? Ich finde, das kann man nicht essen, aber wenn du das sagst. Nee, oder? Eklig, gell? Mhm. Finde ich nicht. Ha, dann was hast du ihnen ausgemacht? Nix, das war so, das war alles Suppe, Wasser drin. Schon versuppt gewesen. Ach so, da war sonst nichts mehr drin. 12,8 Kilo. Und die Gläuter, die anderen? Die ist gut. Die Gläu ist gut. Ja? Da, probier schon mal die Gläu. Nur die probieren. Die schmeckt schön. Kannst du abbeißen. Kannst du nicht essen. Das siehst du doch so, das sieht ja schon. Nein, ich finde nicht. Das sieht schon umso aus. Sagt der Chef. Gell, ist nix. Die kann man noch essen. Die kann man noch essen? Ja, weil sie, wenn sie überreif ist, dann ist sie riesig. Ja. Und das macht schon nichts aus. Kannst du es bitte jetzt nochmal in die Kamera sagen, dass man die essen kann? Was? Nochmal in die Kamera sagen, dass man die essen kann. Kann man essen, ja. Echt? Das ist noch gut. Okay. Chef sagt, man kann sie essen. Wie kommst denn du überhaupt? Die ist kaputt. Ha, die ist absolut überreif. Da ist der Saft drin gestanden, mehrere Liter Saft und guck da mal das Fleisch an. Also, und ich habe sie auch probiert. Also meiner Meinung nach kann man es nicht essen, aber ich guck mal heute Abend vorbei, ob Bauchweh da ist oder so. Quatsch doch nicht rum. Aller gut. Also dann doch kein allzu großer Misserfolg. Daumen hoch. Macht's gut.